Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mir scheint, die Medien sind genauso erschöpft wie wir. Einen Tag nach einem turbulenten Parteitag. Ich darf so viel sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Parteitag, auch wenn wir natürlich zum Schluss nochmal heftige Auseinandersetzungen hatten. Aber wir haben einen klaren Auftrag, diese Partei 2 weitere Jahre zu führen. Ich bin sehr damit einverstanden mit dem Personaltableau, das gewählt wurde. Ich glaube, da können wir gut arbeiten. Das spiegelt auch die Partei sehr gut wider. Wir haben einen Leitantrag verabschiedet mit nahezu 100% Zustimmung, der klare Botschaften hat, auch wenn das jetzt zum Teil unterschiedlich interpretiert wurde. Aber es war völlig klar, die Delegierten wollen die flüchtlingspolitische Position der Partei bestärken und bestätigen. Die inhaltliche Ausrichtung der Partei ist klar. Man hat bei diesem Parteitag im Übrigen gesehen, da hat sich schon wieder gespiegelt, die Verjüngung der Partei. Also das war jetzt der bunteste Parteitag, den ich bisher so erlebt habe, und auch der lebendigste. Und man hat gemerkt, dass da Rückenwind da ist, dass wir Zulauf von jungen Leuten haben, dass die was machen wollen. Wir haben in der Breite Redner und Rednerinnen gehabt, die alle super auftreten konnten. Ich habe gehört, dass das bei CDU-Parteitagen völlig anders ist. Also dass so ein Bild, dass ganz normale Delegierte da auftreten mit einer politischen Botschaft, mit Selbstbewusstsein, außerordentlich positiv. Es ist völlig klar, dass wir in so einer zugespitzten Situation natürlich auch Konflikte hatten, die auf dem Parteitag ausgetragen wurden. Insofern finde ich im Nachhinein, dass die Delegierten zum Schluss nochmal erzwungen hatten, wenn auch mit ganz knapper Mehrheit, dass eine Diskussion stattfindet, die ja am Vortag um den Leitantrag nicht stattgefunden hat. Positiv. Also der Parteitag hat praktisch gesagt, es geht nicht, dass ihr da in der Führung über die flüchtlingspolitische Frage ohne uns diskutiert. Wir wollen darüber diskutieren. Diese Debatte hat dort nicht stattgefunden, wo sie eigentlich geplant war, nämlich beim Leitantrag. Da gab es nur Konsens und hat eben dann nach der Rede von Sarah Wagenknecht stattgefunden. Ich glaube, das war positiv. Auch wenn das natürlich nach außen so erscheint, wie wenn da ein Riesenkonflikt da ist, der drehte sich aber gar nicht so sehr um die inhaltliche Frage, sondern um den Umgang, um die Art des Umgangs. Das war eben auch dann die letzte Botschaft, die die Delegierten mitgegeben haben. Ihr könnt gerne streiten, aber streitet in den Gremien und streitet in dem dafür vorgesehenen Rahmen, aber nicht über die Medien. Und insofern können wir auch ganz zufrieden sein mit dem, was wir dann zu viert dem Parteitag vorgeschlagen haben, nämlich jetzt eine gemeinsame Klausur zu machen zwischen Fraktion und Parteivorstand, die Debatte weiterzuführen. Da geht es ja auch um eine strategische Debatte des Umgangs mit rechts und eine Fachtagung zu machen, auf der auch mit Leuten von außerhalb von flüchtlingspolitischen Organisationen und über diese Frage debattiert wird. Ich glaube, dieser Vorschlag ist sehr gut und zwingt quasi alle, die Führungsverantwortung tragen, jetzt die Debatte intern zu führen, wo sie auch hingehört. Also diese Debatte hat ja bisher doch zu stark über die Medien stattgefunden und da haben eben die Delegierten gesagt, das wollen wir nicht. Und wir wollen da auch was mitreden. Also ich ziehe ein außerordentlich positives Fazit aus diesem Parteitag. Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. So mit einer Nacht drüber schlafen und das Schlafdefizit etwas sozusagen abgebaut zu haben, sehe ich folgende 3 starke Grundimpulse, die vom Parteitag gekommen sind. Zum einen inhaltlich, die Delegierten haben dann ein klares Signal gesetzt, sie wollen, dass wir an der Seite aller Entrechteten stehen, frühmorgens vom Jobcenter, beim Streik, am Werkstor, aber eben auch an der Seite der Entrechteten ohne deutschen Pass, zum Beispiel auf den Fluchtrouten. Es gab ein klares Statement für die Linke als eine Partei des Internationalismus. Und gab auch nochmal klar die Botschaft, wir sind für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft. Da ist die Beschlusslage klar. Der zweite Grundimpuls war ein Bedürfnis nach Harmonie.
keinen öffentlichen Streit, auch ein klarer Auftrag an das Führungspersonal. Und drittens gibt es einen sehr starken basisdemokratischen Impuls. Das Bedürfnis, sich die Debatte selber anzueignen. Es gab verschiedene Beschlüsse, die darauf verwiesen haben. Zum Beispiel, dass am Anfang allen Promis die Redezeit gekürzt wurde, dass es auch nach Sachers Rede den Antrag auf Debatte gab. Es ist ein klarer Wunsch. Es ist ein Ausdruck, finde ich, also das hat zu viel Emotionalität geführt. Aber es ist letztlich auch ein ermutigender Ausdruck für Emanzipation. Die Delegierten wollen dieser Frage mitreden und das ist gut. Wir haben am Ende gemeinsam zu viert einen Verfahrensvorschlag vorgestellt, der da lautet, es wird als nächstes eine gemeinsame Klausur geben und wir haben mit unseren Beschlüssen eine gute Grundlage und jetzt wollen wir die offenen Fragen, die Fachfragen auf einer Fachtagung weiter diskutieren. Soweit zur Einschätzung des Parteitages aus meiner Sicht. Und während wir uns trafen, ist ja auch in der Welt noch einiges passiert. Heute ist zum Beispiel viel los in Sachen Dieselskandal. Also es gibt Razzien beim Audi-Chef. Der Verkehrsminister hat den Daimler-Chef zu sich einbestellt zum Gespräch, weil der Daimler-Chef offensichtlich eine Generalamnestie für systematischen Betrug an Kunden, an Umwelt und an Gesundheit einfordert. Und man kann nur sagen, unterm Strich, die Arroganz der Autobosse hat ein Ausmaß erreicht, dass sich selbst die Autokanzlerin Merkel und ihr CSU-Verkehrsminister Scheuer nicht sozusagen bieten lassen können. Und wir als Linke haben hier ganz klar einen Vorschlag, was man tun kann gegen die starke Luftverschmutzung in den Städten. Unser Vorschlag lautet, wir brauchen in den Ballungsräumen einen Bus und Bahn zum Nulltarif. Dafür haben wir einen ganz konkreten Vorschlag unterbreitet, der übrigens auch auf diesem Parteitag nochmal mit einem Antrag bestärkt wurde. Wir wollen, dass damit angefangen wird, in 15 Städten den Nulltarif zu testen und dass dann Maßnahmen ergriffen werden, um generell Bus- und Bahnverkehr zu stärken, dichteren Takt zu haben, mehr Kapazitäten zu schaffen und das alles soll entsprechend auch finanziert werden durch eine Besteuerung von Vermögen und unser Ziel ist, dass dann ab dem Jahr 2022 der kostenfreie Bus- und Bahnverkehr flächendeckend stattfindet. Also unser Ansatz lautet ganz klar, Nulltarif stärken, Bus- und Bahnverkehr stärken, die Autobosse haben kein Einlenken und um es nochmal zu sagen, die Arroganz der Autobosse hat ein Ausmaß erreicht, dass sie weder die Autokanzlerin Merkel noch ihr CSU-Verkehrsminister weiterbieten lassen dürfen. Ja, es war am Wochenende auch noch der G7-Gipfel und eine nachträgliche Aufkündigung des Ergebnisses von Trump. Ich glaube, das ist ein einmaliger Affront, den wir so noch nie erlebt hatten. Und beispiellos in der Geschichte ist auch die Sprache, dass man sagt, dass das ein mehr oder weniger dämlicher Auftritt war. Also so eine Sprache ist eigentlich innerhalb von Regierungschefs nicht üblich. Das heißt, Trump will die Isolation, er betreibt die Isolation und offensichtlich bekommt er sie auch. Es ist völlig klar, was dahinter steckt. Dahinter steckt ein enormer Wirtschaftskrieg. Es gibt natürlich im Kapitalismus immer Wirtschaftskrieg, aber er wird auf unterschiedliche Art und Weise ausgetragen. Jetzt wird er mit harten Bandagen ausgetragen. Trump will gleichzeitig die rechten Kräfte, die rechten Regierungen, die selber für eine nationalistische Lösung stehen, in Europa stärken. Eindeutig zielen seine Angriffe auf die Europäische Vereinigung, auf die Europäische Union. Es kann ihm natürlich nichts Besseres passieren, wenn er die zerschlägt. Und jetzt ist die große Frage, wie reagiert die Europäische Union und wie reagiert auch die deutsche Bundeskanzlerin darauf? Und ich glaube, es kann nur zwei Reaktionen geben. Also es muss eine europäische Reaktion darauf geben. Es muss zurückgewiesen werden, der Versuch, hier einen offenen Handelskrieg zu führen. Und es muss der Versuch zurückgewiesen werden, die Europäische Union zu spalten. Zweitens müssen wir unsere Politik ändern. Es ist völlig klar, eine Politik, die nur auf Export setzt, wird immer gefährlicher. Also wenn praktisch Isolation das Merkmal ist, America first, dann ist völlig klar, wir müssen stärker in die Binnenwirtschaft investieren, wir müssen die öffentlichen Investitionen aufbauen, wir müssen den Wohlstand im eigenen Lande für die Mehrheit der Bevölkerung erhöhen, also eine andere Wirtschaftspolitik machen. Es ist irgendwo komisch, dass Trump ausgerechnet erfordert, dass Russland wieder aufgenommen wird.
Wobei dieser Vorschlag durchaus richtig ist. Ich glaube, dass es jetzt auch an der Europäischen Union wäre, praktisch die Hand zu Russland auszustrecken. Sie haben gesehen auf unserem Parteitag, dass da ja auch eine Zäsur stattgefunden hat zu dieser Frage, in dem praktisch erstmals ein Antrag, der sehr einseitig pro-russisch war, keine Mehrheit gefunden hat. Aber die Grundposition, dass wir mit Russland partnerschaftliche Beziehungen aufbauen müssen, auch die Wirtschaftsbeziehungen aufbauen müssen, die Sanktionen beenden müssen, scheint mir schlau zu sein. Und in dieser Situation wäre er eigentlich noch schlauer, weil einerseits sich mit Trump anzulegen und andererseits sich auch noch mit Russland anzulegen, scheint keine gute Strategie zu sein. Also wir das Abducken und Abtauchen der Kanzlerin vor diesen Konflikten wird das Problem nicht lösen. Gibt es von Ihrer Seite Nachfragen? Herr Borro. Zwei Fragen zum Parteitag, das wird Sie ja nicht überraschen. Also die erste Frage, wessen Idee war es denn eigentlich, nach der Elfen noch mal Fragen zu stellen? Das ist ja nicht üblich, ich weiß, dass Sie das Statuten hergeben, aber es gibt ja einen Vorwurf der Inszenierung. Der Intrige, oder? Bitte? Der Intrige, oder? Der Inszenierung. Das ist dann der nächste Punkt von mir. Und die zweite Frage, was ist denn nun eigentlich anders nach diesem Vertrag, also die Vereinigte in dem Thema Flüchtlinge? Es gibt einen Leitantrag, der ist verabschiedet worden, aber der wird ja unterschiedlich interpretiert. Das haben wir ja schon wieder im Interview von dem Oskar Lafferten Themen gesehen, der ist so interpretiert, wie er es ja vorher oder wie vorangelegt und das entsprechende Lager vorher auch interpretiert haben. Das ist eigentlich nichts. Doch, ich finde, das, was zur Flüchtlingspolitik drinsteht, wenn das jetzt von allen geteilt wird, ist das ein enormer Fortschritt in der Debatte. Also ganz deutlich zu machen, wir haben einen Dreiklang, Fluchtursachen abschaffen, soziale Offensive für alle, die hier leben und drittens, wir als Linke sind die Bastion der Flüchtlingssolidarität und dazu gehören auch offene Grenzen. Wenn das jetzt, sage ich mal, Gemeingut ist und von allen Seiten geteilt wird und nicht mehr öffentlich in Frage gestellt wird, ist das ein enormer Fortschritt. Das Zweite, was ich deutlich machen will, dass auf diesem Parteitag ein klarer Wunsch zum Ausdruck gekommen ist. Von vielen, das sieht man an dem Beifall, an den Redebeiträgen, an den Abstimmungen, auch zu Änderungsanträgen. Die Linke versteht sich als Partei der sozialen Gerechtigkeit, aber auch der internationalen Solidarität. Und man agiert sozusagen, der Gedanke des Internationalismus ist dort ganz stark bestärkt worden. Und drittens, das ist ja auch nochmal über Änderungsanträge verschärfen dazu gekommen, man erwartet, dass sich sowohl Vorstand wie Fraktion an Beschlüsse des Parteitages halten. Und ich würde sagen, das ist ein sehr klares Statement. Und was diese Situation anbelangt, unsere Satzung sieht das vor, dass immer nach Redebeiträgen gibt es die Möglichkeit, Anfragen zu stellen. Und man hat das doch während der Rede gemerkt, dass sich an den Saalmikros Menschen gesammelt haben. Und wir haben dann, das haben wir erst hinterher erfahren von den Mitarbeitern, die vorne saßen, dass Delegierte nach vorne gekommen sind und gefragt haben, ob sie danach eine persönliche Erklärung abgeben können und was das ist. Und weil man gesehen hat, dass an den Mikros sich Menschen sammeln, dann sozusagen hat das Tagespräsidium informiert. Also ich glaube, das, was es dort an breiten Diskussionsbedürfnis gab, das war einfach ein Bedürfnis, was schon lange in der Partei sich entwickelt hat, was sich dort Bahn gebrochen hat. Sowas kann man nicht vorbereiten. Sowas passiert, wenn es ein starkes Bedürfnis in der Partei gibt. Und das ist dort zum Ausdruck gekommen. Also wir wussten das nicht, dass es eine Debatte geben wird. Und wir wussten auch nichts von diesem Prozess, der da im Tagungspräsidium ablief. Also ich war selber total überrascht, aber es ist völlig klar, dass wenn du eine Rede hältst, die natürlich so, so eine Kontroverse aufmacht, dass es dann Bedürfnis gibt zur Debatte, ist eigentlich nichts Schlimmes. Gut, wir danken für Ihre Geduld, Aufmerksamkeit, wünschen allen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.